Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Engladum zu einem neuen Part Minecraft Arno mit den Zwergenfürst. Ja, ich bin heute ziemlich verschnupft. Ich hoffe, man hört das nicht zu sehr. Ja, ich würde mir am liebsten meine Nase aus dem Gesicht reißen. Das ist unangenehm. Ich höre mich bestimmt scheiße an und es ist nicht toll, erkältet zu sein. Aber ich fürchte, dass das nicht viel bringen würde, würde ich mir meine Nase aus dem Gesicht reißen. Ich bin mir auch gar nicht sicher, wo wir jetzt lang müssen. Wo waren wir am letzten Part stehen geblieben? Der letzte Part ist Ewigkeiten her. Sind wir hier hoch oder kommen wir von hier oder wie war das jetzt? Wie war die Phase? Das jetzt, wo wollten wir lang? Ich breche jetzt einfach mal in die Richtung auf, auch wenn das sein kann, dass wir jetzt zurücklaufen. Ja, oder ich tue einfach mal in diese Richtung aufbrechen. Oh, Eisbären. Das hatten wir doch schon. Ist hoffentlich nicht die Eisbärenmutter und deren Kind, ich vor ein paar Parts getötet habe. Jo, heute mal wieder Minecraft. Heute mal ein bisschen Wanderung. Ja, wir sind auf der großen Wanderung. Minecraft Arno. Wir waren schon langsam auf dem Rückweg. Ich vermute, dass wir so schnell nicht den Rückweg finden werden. In einem Villager-Dorf waren wir zuletzt. Bartkratz. Und ja, wir streifen mal ein bisschen durch die Wildnis, durch Schneebiome und ja. Durch andere Biome. Ja, Schneebiome passt ja gerade sehr gut. Ist ja gerade Adventszeit bzw. Weihnachtszeit. Da kann man auch mal ein bisschen weihnachtliche Schneelandschaft haben. Das ist jetzt nicht grundverkehrt. So, ein bisschen Kühe schlachten, ein paar Tiere schlachten. Wir brauchen das Fleisch. Wir brauchen Nahrung, um nicht in der Wildnis zu verhungern. Noch sind alle Hungerbalken voll. Was mich wundert, weil wir sind schon eine lange Zeit unterwegs. Und wird schon so seine Richtigkeit haben. Ja. Na dann bin ich jetzt hier doch wieder in dieser Richtung. Ich glaube, ich gehe jetzt einfach mal hier lang. Mal schauen, wo wir ankommen. Okay, hier geht's wieder runter. Alles gleich in Wunderbärchen. Ich hoffe nicht zu steil runter. So, versuchen wir mal nicht so viel Fallschaden zu bekommen. Muss jetzt nicht sein. So. Okay, hier haben wir wieder eine vereiste Eisfläche. Vereiste Wasserfläche. Da ist das Meer. Haben wir denn überhaupt ein Boot mit dabei oder müssen wir über das Wasser laufen? Das meine ich auf Jesus Christus machen. Jesus. Er läuft über das Wasser. Oder können wir uns irgendwie ein Boot bauen? Haben wir das Zeug zum Boot bauen dabei? Hier ist eine Werkbank, davon haben wir sogar zwei. Können wir da deine stehen lassen? Na, so wenig nötig haben wir es auch nicht. Ja, jetzt könnten wir uns hier eine Lederkappe machen. Für eine Ledertunika reicht es noch nicht. Eine Lederhose. Ja, eher eine Ledertunika als ein Helm. Eisen haben wir auch mit dabei, okay.
Ein Eisenhelm, das wäre mal cool. Nase juckt. Ich wollte ein Boot machen. Ein Boot. Okay, dazu fehlt uns Holz. Haben wir denn gar kein Holz mit dabei? Das ist ja skandalös. Eine Schaufel und ein bisschen Holz brauchen wir dafür. Wie wäre es denn mit diesem Holz? Bauen wir hier mal den Baum ab. Ein Boot wäre nicht grundverkehrt, das bräuchten wir. Das wäre keine schlechte Sache. Damit können wir mal wieder ein bisschen vorankommen. Mit dem Boot mal übers Meer fahren. Ja, ganz klassisch Minecraft hier. Für die, die noch nichts kennen. Für die, die jetzt hier neue dazugekommen sind und die anderen. Wie viele Parts sind es jetzt? Fast 85 Parts. Nicht gesehen haben. Das ist jetzt hier Minecraft Basics. Das ist alles ja, ganz ohne Mods, ohne gar nichts, ohne ganz einfach, ja, simples Minecraft Let's Play. Wie ich so meinen Scheiß hier baue und meinen eigenen Scheiß hier in der Landschaft verrichte. Das klang falsch, das war jetzt nicht so beabsichtigt, das sollte jetzt nicht so klingen. Ja, kann aber auch mal vorkommen in Minecraft, dass man hier seinen Scheiß in der Landschaft verrichten muss. Toiletten gibt es ja, soweit ich weiß, noch nicht. Ja, der Moment, wo man sich fragt, wo sind wir hingekommen? Worüber reden wir gerade? Mal wieder nur Scheiße labern, der Zwerg. Das ist mal wieder typisch. Wieder nur um Scheiße labern. Kopfkratz. So. Das Bötchen. Wir haben doch hier ein Bötchen gecraftet, oder? Oder nicht? Haben wir noch nicht. Ich bin heute auch durcheinander. Verzeiht meine Durcheinander, Seinhaftigkeit. So, hier mein Boot. Ich bin krank. Dann müsst ihr es mir nochmal verzeihen. So, Fichtenboot. Bruchstein können wir fast wegwerfen. Das Inventar ist schon voll. Ziemlich voll. Und Rinder. Und los wird gepaddelt. Gerudert. Fahrend über den See. Jetzt fahren wir über den See. Tintenfisch. Noch ein Tintenfisch. Ja, geradeaus übers Meer. Nicht mehr anlegen. Okay, lauter Tintenfische hier. Unter Wasser sieht es auch interessant aus. So lange können wir leider nicht tauchen, dass wir da hingehen könnten. Was haben wir denn da für ein Gebirge? Ich habe ja schon mal überlegt, ob wir uns vielleicht mal ein neues Örtchen aussuchen, ob wir mal hier die Wanderung dafür nutzen, dass wir mal hier irgendwo ein bisschen weiter weg von unserer kleinen Stadt. Was ist das? Das ist aber ziemlich seltsam, hat sich das aufgebaut. Dass wir mal ein bisschen weiter weg von unserer Stadt ein neues Leben anfangen. Dass wir mal neue Biome erforschen, neue Biome bewohnen. Ja, aber noch hat sich hier mir nicht so viel geboten. Da müsst ihr ja dann auch nochmal von Grund auf neu anfangen. Das heißt, die müssen mir erstmal wieder ein Dirthaus bauen oder so. Ach, hier sind wir. Ach du Schande. Das ist doch hier das Oguyana-Anwesen. Mal schnell hier ganz vorsichtig dran vorbei. Oha, nein, da wollen wir nicht nochmal rein. Ganz leise, ganz vorsichtig. Psst, da sind doch bestimmt noch Leute drin. Wir wollen nicht schon wieder gefangen genommen werden. Das ist das letzte Mal.
letzte Mal waren wir bewusstlos und sind dann wieder. Das war eine schreckliche Sache letztes Mal. Hier scheint ein bisschen Häuser und das Dorf zu sein. Vielleicht finden wir hier mal Schutz in den Häusern hier, in den anliegenden Häusern. Aus dem Boot raus. Wie ging das nochmal? L. So. Die Steuerung erstmal wieder kapieren. Jetzt wird es langsam Nacht. Ja, in der Nacht ist, sollten wir ganz schnell irgendwo Unterschlupf suchen. Gerade hier in der Nähe vom Oguyana-Anwesen. Oh, Villager. Wer wohnt denn hier so nah am Oguyana-Anwesen? Die können doch nicht sehr freundlich sein. Wenn die so dicht am. Okay. Hier haben wir einen Stall. Wenn die so dicht am August-Anwesen sind. Ja. Ich kann dir nicht wirklich vertrauen. Die Oguyana-Dorfbewohner. Sind das Verbündete von Oguyanern? Ja, wir müssen irgendwo Unterschlupf suchen für die Nacht. Wir haben eine Fichtentür. Können wir doch hier erstmal reingehen. Hier haben wir doch ein Haus. Das kann man für sich erstmal in Anspruch nehmen. So, Tür rein und Bett aufstellen. Okay, wir sollten die Tür verschließen. Ich weiß nicht, ob man das kann, aber gut. Man kann es wahrscheinlich nicht. Eine Eisentür haben wir nicht dabei. So, schlafen. Ich hoffe, mich überrascht keiner im Schlaf und überrumpelt mich einfach. Okay, scheint so, als hätten wir die Nacht überlebt. Als wären wir nicht an den Oguyanern verraten worden. Oh Mann. Na, wer seid ihr denn? Ihr seid doch bestimmt Verbündete mit denen. Das kann doch nicht. Ich habe ein Schwert dabei, so ist es nicht. Also, wenn er mich angreift, Dorfältester. Ich hoffe, ihr seid weise genug. Um mitzukriegen, dass ihr mich nicht einfach so angreifen könnt. Oh, ein Pferd. Haben wir einen Sattel mit dabei? Das wäre jetzt gut, wenn wir einen Sattel mit dabei hätten. Könnten wir das Ding einfach. Das Ding. Das Pferd einfach zähmen. War das nicht mehr eine Karotte zu zähmen? Eine Karotte könnten wir das einfach. Können wir das reiten, das Pferd? Das wäre gut. Vielleicht haben die Villager hier irgendwo. Ein Sattel drin. Wenn sie ein Pferd haben, haben sie bestimmt auch irgendwo einen Sattel. Muss ich mich mal umgucken. Wir müssen vorsichtig sein, wen wir hier ausrauben. Muss man hier vorsichtig. Ja, hier zerstöre ich vielleicht nicht so viel, sonst wären sie hier noch böse. Noch greifen sie mich nicht an. Na, noch. Wer weiß, was da noch kommt. Ja, Truhen oder so haben sie nicht. Schaut zumindest nicht danach aus. Ist auch ein sehr kleines Dorf. Nur 2-3 Häuser. Hier ist nicht so viel los. Hier wohnen nicht so viele. Da ist doch mit Sicherheit irgendwas faul. Das kann doch nicht sein. Okay, der Brunnen ist tief. Müssen wir mal schnell auftauchen hier. Nicht, dass wir hier trinken im Brunnen. Okay, jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Spitzhacke. Ich muss mal kurz euren Brunnen zerstören, damit ich hier wieder rauskomme. Ich bin in den Brunnen gefallen. Erstmal ein bisschen Fichtenbretter hinbauen, damit ich hier noch stehen kann. Müssen wir die Fichtenbretter jetzt hier verschwenden. Jupp. So, hier mal raus. Ich baue es gleich wieder zu. Bruchstein haben wir hier. Jetzt habe ich den Fichtensitz nehmen.
Stein. So, ordentlich. Ich will euch nichts, ich will euch ja nichts kaputt machen. Will ich eure Wut hier nicht in Kauf nehmen. So, wir haben ein Schwert. Da haben wir die Urguyana-Festung. Naja, zumindest das Anwesen. Eine Festung ist es nicht. Oh, jetzt habe ich mein Schwert weggeschmissen. Das wäre tragisch. Das wollen wir wirklich nicht. Was? Mit B schmeiß ich jetzt also Sachen weg. Stein. Hier mal ein bisschen Weg bauen. Ja. Das bringt nicht viel, aber gut. Und Baumstämmen. Jo, haben wir hier unser Holz verschenkt. So, hops, hier hoch. Dann können wir uns mal hier, können wir hier mal einbrechen. Ganz vorsichtig. Irgendwelche Fallen. Ich schau mal kurz rein, ich blicke um die Ecke. Oh, Blümchen. Na, das ist doch sicherlich diese. Ganz sicher ist das diese Festung. Ich klaue hier die Blumen. Töpfe. Ziemlich dunkel hier in der Kammer. Gut, dass ich in der dunkelsten Kammer eingestiegen bin. Oha! Das ist doch ein Orgoyana. Ah! Sie haben mich entdeckt. Sie haben mich gefunden. Verdammt. Der eine hat mich gefunden. Oh wei. Wir müssen da ganz vorsichtig sein. Ich sagte doch, dass das irgendwo in einer Festung ist. Ich bin wahnsinnig. Hier einfach reinzulaufen. Hat mich erschreckt. Der kam so aus dem Dunkeln raus. Ja. Gut. Damals habe ich jetzt nicht gerechnet. Sind stark, die Urguyana. Das ist das. Das hätte mir klar sein sollen. Wo erscheinen wir denn jetzt wieder? Das ist doch eigentlich jetzt. Wir haben jetzt hier eigentlich kein Bett aufgebaut. Ach nein. Die ganzen Items, die ganzen Schätze. Ach Kacke. Wir hätten das Bett stehen lassen sollen. In dem Dorf. Wir hätten das Bett stehen lassen sollen. Hier sind wir wieder am Spawnpunkt, wo Part 1 begann, Part 0. All die Sachen, die wir gesammelt haben. Ja gut, ich wollte es nicht anders. Ich habe mich mit den Urguyanern angelegt. Es ist ganz meine Schuld. Ich hätte mich darauf nicht einlassen müssen. Ich weiß doch, wie stark die Urguyaner sind. Zum Glück bin ich entkommen, zum Glück haben sie mich nicht wieder gefangen genommen. Da kann ich noch gerade so, kann ich gerade noch vom Glück reden. Das ist also, ich wurde schon mal bei denen in dieser Festung gefangen genommen. Das ist ja gut, dann halt wieder ohne gar nichts, nur mit uns selbst, nur mit unseren Klamotten. Ja, dann finden wir wahrscheinlich gleich unser Dorf. Ist nicht allzu weit von dem Startpunkt entfernt. Ein besser Weg ist es schon, aber ja. Das kann man schaffen. So. Na dann, hier entlang. Ich glaube, hier lang müssen wir. Hier lang ist der Weg, den wir zu unserem Dorf einschlagen müssen. Kehren wir ohne Beute wieder zurück. Also wie immer, wenn wir von unseren Wanderungen kommen. Tja, bist doch blöd, Zwergi. Das ist, das ist.
musste ich auch mit den Okuyanern wieder anlegen. Das ist... Was für ein Dummkopf. Tja. Da haben mich zwei... Den einen habe ich noch besiegen können. Naja, immerhin ist jetzt ein Okuyaner weniger. Das ist ganz gut. Das ist nicht komplett schlecht. Ja, der zweite hat mich gleich abgeschlachtet. Der hat mich gleich erwischt. Joa. Na gut, dann wohl weiter Wanderung. Wandern, wandern, wandern. Des Wanderns des Zwergislufs. Das Wandern ist das Zwergislust, das Wandern. Alte Wanderlieder auspacken. Yep. Das will ich zumindest ein bisschen Zuckerrohr mitnehmen. Jo. Dann können wir uns ein bisschen Holz abbauen. Vielleicht ein kleines Bettchen. Die Idee wäre eigentlich gewesen, die hatte ich auch grundsätzlich im ersten Part auch schon, im nullten Part und im ersten Part dann auch, die ich aber dann sehr schnell wieder verworfen habe, ist am Startpunkt hier, also wo man auch, also man gar kein Bett hat, man gar keinen Speicherpunkt hat, dass man hier am Spawnpunkt, am Startpunkt wieder landet, dass man hier sein Haus aufbaut, direkt am Startpunkt. Das hätte ich hier ziemlich viel Wald, aber... Ja, dass man halt wirklich, ja, hier, dass man dann zur Not einfach wieder bei sich ist, dass man halt einfach, wenn man stirbt und kein Bett hat, dass man wieder bei sich, bei der Wohnung ist. Das ist doch, ja, nämlich bei der Wohnung, beim Haus. So viel Luxus haben wir hier in Minecraft. So viel Luxus können wir uns leisten. Wir können sogar Paläste bauen. Haben wir noch nicht damit angefangen. Ist auch irgendwann das Ziel, meinen wunderschönen großen Palast zu bauen. Ja, vielleicht machen wir das in Staffel 2, dass wir da mal hier am Startpunkt was Neues entstehen lassen. Nicht oben auf dem Gipfel, nicht ganz hoch im Gebirge, unser kleines Gebirgedorf, sondern so ein kleines Dörfchen, so ein kleines, ein bisschen was bauen. Am Startpunkt, im Wald. Ein bisschen live in der Woods oder so. Ja, kopieren wollen wir es jetzt nicht, aber ihr versteht, was ich meine. So mal ein bisschen was anderes, mal ein anderes Biom beleben als das Gebirgsschneebiom. Es wird Nacht, ich habe kein Bett, ich habe kein Schwert. Nämlich gar nichts. Ich kann mich nicht verteidigen. Wenn die Monster angreifen, ja, wenn sie anrufen, ja, dann bin ich geliefert. Ich könnte auch hier runterspringen und gleich sterben. Wenn ich auch gleich so zit begehen. Oh, ein Kürbis. Na, das nehmen wir doch mit. Ich hoffe, wir behalten es. Aber zumindest ein bisschen was. Eins mitbringen sie mitgebracht, hier ein paar Blumen. Bringen wir doch noch ein bisschen was nach Hause. Ein paar Kleinigkeiten. Für unsere Haustiere. Die im Dorf auf uns warten. Zombie. Einfach schnell rennen. Rennen. Gegen die zu kämpfen macht keinen Sinn. Ich glaube, ich habe mir gerade eben, muss jetzt mal ernsthaft sagen, muss ich wirklich ehrlich zugeben, ich glaube, ich habe mir gerade eben die Hand verstaucht, also den Arm verstaucht, also das Handgelenk. Jetzt gerade in dem August-Anwesen von dem
vom Orgojaner angegriffen wurde, von dem zweiten. Der hat mich so erschreckt, dass hier gegen meine, dass ich mit der Hand, im Handgelenk gegen meine Stuhllehne gehauen habe. Mit voller Wucht gegen die Stuhllehne. Vor Schreck. Es schmerzt immer noch. Also seit ich dort im August anwesend war und gegen den Stuhl gehauen habe, schmerzt das Handgelenk ziemlich. Also es sieht jetzt im Dunkeln, ha, Küber, Spinne. Also es sieht jetzt momentan noch nicht so, also ich sehe noch nichts Rotes, bluten tut es auf keinen Fall. Schmerzt aber ein bisschen, also das schmerzt schon, also mindestens geprellt, also verstaucht ist bestimmt nicht. Übertreibe ich mal wieder, das würde ich schon merken, würde ich schon spüren, aber es ist ein permanenter Schmerz. Na, der Pfeil, der jetzt in meiner Schulter steckt, der von den Skeletten hier, der ist auch ziemlich schmerzhaft. Nein, nein, lass mich in Ruhe. Au. Voll der Windzeit. Ich mache hier noch vorher Windzeit. Oder Windzeit, ja. Der hat sich auch mal bei einem Spiel, ich glaube Fortnite war das, wo es mit einem Messer in die Hand geschnitten hat. Ja. Bei mir war das eher Reflex. In den Stuhl gehauen. Kann ich jetzt in den Titel schreiben, kann jetzt als Clickbait benutzen. Ist ja kein Clickbait, ja. Ich habe mich ja wirklich verletzt. In gewisser Weise. Ich werde von Orgojanern angegriffen und verletze mich am Stuhl. So ungefähr. Stauche mir die Hand. Da ist ja gut. Bei Nachbarn wird gebrüllt. Nee, gebrüllt nicht. Da leuchtet ein kleines Licht am Horizont. Was ist denn da los? Wo sind wir da gelandet? Ich hoffe, das ist kein Irrlicht. Und ich sterbe jetzt hier nicht. Das reimt sich. Deshalb stimmt's. Creeper! Fuck! Oh, noch ein halbes Herz. Ich darf hier nicht drauf gehen. Lauf ins Licht. Ist bestimmt wieder Lava. Skelett. Nein, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Das ist Lava. Ja, was sonst? Ich dachte fast, hier wohnt jemand. Das ist ein Haus. Ich habe nur noch ein halbes Herz. Ich habe nur noch ein halbes Herz. Ich habe nichts zu essen. Zuckerrohr kann ich essen. Und das bringt nichts. Nein, das kann ich nicht essen. Ist das Ding. Ja, ein halbes Herz. Nicht nochmal sterben, dann bin ich wieder am Anfang. Lasst mich in Ruhe, Skelette. Lasst mich in Ruhe, Monster. Ein Creeper. Hau ab. Ein Zombie. Lasst mich in Ruhe. Lasst mich in Ruhe. Lasst mich bloß in Ruhe. Ich versuche nur, mein Dorf zu finden. Ich versuche nur, zum Dorf zu finden. Lasst mich in Frieden. Ich bin nur ein kleiner Minecraft-Noob. Ich bin da noch gar nicht Profi drin. Ja, oder ich falle jetzt hier von oben runter. Ist auch eine Möglichkeit. Ich hoffe, es wird echt Tag, dass wir hier nicht vor den Monstern wegrennen müssen. Ein Gebirge. Es wird wahrscheinlich nicht meines sein, aber ich habe nur noch ein halbes Herz. Ich kann mir keinen Fallschaden erlauben. Ganz vorsichtig. Kein Zombie, kein Skelett. Kein Netz mehr durch ein Monster. Da war ein Skelett.
ganz vorsichtig hier runter. Lassen wir uns nicht treffen. Oha. Kacke. Eine Hexe. Nicht gut. Nicht gut. Was haben wir da? Oha. Das ist unser Untergang. Kann ich den Kürbis essen? Nein, kann ich natürlich nicht. Vielleicht tötet mich irgendein Skelett. Es wird gerade wieder Tag. Lass die Monster verschwinden. Oh wei. Wo sind wir hier gelandet? Ich brauche Nahrung, um mein Leben wieder aufzufrischen. Na komm. Ja, puh. Hier mal hoch. Puh, hier ist hoch. Da ist ein Schaf. Das können wir gebrauchen. Für Wolle, fürs Bett. Und fürs Essen. Mein Arm tut weh, mein Handgelenk. Was habe ich da gemacht? Ich habe mich hier wirklich ernsthaft verletzt, glaube ich. Das könnte es glatt sein. Ich muss damit morgen zum Doktor oder was? Nee, das ist eigentlich nicht der Plan. Dein Nachbarn wird wieder geschrien. Und ich bin gestorben. Ja, warum nicht? Wieder hier. Ja gut, dann laufen wir im nächsten Part mal weiter. Vielleicht hier in diese Richtung. Ich kann hier die Richtung nicht unterscheiden. Ich weiß nicht, wo wir langlaufen müssen. Ja. Alles klar. Ich weiß jetzt nicht, wie lang dieser Part ist, ob das schon... Ob ich das irgendwie zusammenschneiden muss oder so. Aber ich mache jetzt an dieser Stelle eine Aufnahmepause oder beende diesen Part. Ja, damit ich noch mal sollte euch gefallen haben, dieser Part. Sollte das der Fall gewesen sein, sollte das euch gefallen haben. Zeigt es mir mit einer Bewertung. Lassen aber da, wenn ihr neu seid. Und man sieht sich im nächsten Part wieder. Minecraft Anno. Der nächste Part. Ja, haben auch den Kürbis verloren. Ja, wundervoll. Ich fasse zusammen. Wir haben alles verloren, was wir bekommen haben, was wir gesammelt haben auf den letzten Parts auf der Reise. Ich habe mir den Arm verletzt. Wir sind von einem Orgianer besiegt worden. Und sind jetzt hier am Startpunkt. Ja, ein wundervolles Ende für diesen Part. Haut rein. Ciao, ciao.